Warte, wir müssen so scherz machen, wer anfängt. Okay, bitte zeig doch uns an. Was soll ich sagen? Darf ich anfangen? Und da waren ganz viele Leute auf der Baustelle. Im Sommer haben sie auch gebaut. Weil zu Hause ist für mich, wenn es ruhig, normal und friedlich zugeht. Das ist dann für mich ein Zuhause. Und nicht das wilde Zugehen und alles Mögliche. Ich bin immer aufgewacht, weil da oben die Häuser gebaut wurden, die drei. Ich hab da gemacht, herumgelegt und die anderen geholfen. Tschüss, Mama! Da oben, da drüben irgendwo herumgeholfen. So, ja, genau. Okay, setz ihn auf. So, ja. Die Leute waren zu mir lieb. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist da oben ist mein Haus. Ja, da sind gerade Gäste da. Da. Oh, doch, kann ich schauen. Da oben. In meinem Haus. Da. Zu Hause. Da oben. Zu Hause. Und da drüben ist mein Zuhause, dieses komischförmige Haus da. Dieses komischförmige da. Bei meiner Kindergartenmutter. Und ich hab es das ist mein Zuhause da oben. Da oben. Was braucht der Kind? Zu Hause, Freunde und ich glaube Sport machen. Ich glaube Sport war das Letzte. Ja. Dass es sich wohlfühlt, braucht es Liebe, Freunde, Essen, Trinken. Essen und Trinken. Essen? Freunde. Bei mir im SOS Kinderdorf geht es mir relativ gut. Ich fühle mich da richtig wohl. Die Hannelore Augustin hat mich so aufgenommen, wie ich bin. Sie akzeptiert mich, sie schaut, dass es mir gut geht. Sie tut wirklich alles dafür, dass es richtig gut ist. Und mit den Hausgeschwistern vertrage ich mich auch gut. Also wenn ein Kind daheim nicht leben kann, dann soll es wenigstens in einem Dorf aufwachsen, dort, wo es richtig leben kann. Das klingt so bummsack. Wie lange? Gar nicht, wer kann schon aufhören. Was?